doppelt begrüßen. Ich weiß, ihr habt alle Redaktionsschlüsse und Ähnliches und dass bei den beiden Trainern noch ein bisschen dauert und vielfacher Wunsch war nach dem jungen Herrn neben mir, machen wir das einfach zweigeteilt und beginnen. Also wie gesagt, grüß Gott nochmal, Bernie, dir herzliche Gratulation, nicht nur zum 3:0, sondern zu einem mehr als gelungenen Heimdebüt in der Profimannschaft. Vielleicht ein paar Sätze von dir zum Spiel und natürlich auch zu deinen ersten beiden Treffern für Grün-Weiß als Profi. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht den besten Schlaf gehabt, weil ich schon gestern die Andeutungen bekommen habe, dass ich heute vielleicht beginnen werde. Und dann von Minute zu Minute steigt immer die Anspannung, aber es ist unbeschreiblich, wenn es dann auch das Aufwärmen reingehst und dann sind da die 20.000 Leute und schreien und feuern dich an, das pusht dich extrem. Ein unbeschreibliches Gefühl. Unter der Woche wurde dein Vertrag oder hast du deinen Vertrag verlängert bis Sommer 2025? Hat es auch ein bisschen einen Zusatzschub gegeben oder nichts damit zu tun? Ja, schon, würde ich schon sagen. Also es stärkt einfach dein Selbstbewusstsein, weil du auch das Vertrauen vom Verein bekommst. Und ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, du brauchst doch nicht wirklich eine andere Motivation, wie wenn es von 20.000 Leuten, die dich voll pushen, das ist einfach unbeschreiblich. Sag ich mal danke. Ich nehme an, es gibt ein, zwei Fragen an den Bernie und dann würden wir den Floor freimachen für einen der beiden Trainer, der immer früher fertig ist. Wenn es keine Fragen gibt, ist natürlich auch kein Problem. Aber ich sehe, ihr schreibt es noch und dein niederösterreichischer Landsmann Alexander Huber vom Kurier hat eine Frage. Hallo Bernhard, du bist ja einer von vielen aus dem St. Pöltener Nachwuchs. Kannst du vielleicht kurz erklären, es gibt ja bei Rapid besonders viele, mit wem hast du gespielt, wen hast du schon gekannt und wen hast du dann erst bei Rapid kennengelernt? Also ja, ich war 5 Jahre lang in der Akademie und dort habe ich zusammengespielt mit Morley Martin, der Linksverteidiger, Aure Jonas auch, Leo Greimer, der war früher mein Kapitän. Ja, das war's, glaube ich. Das ist ja nicht so wenig, ne? Der Robert Lubicic war ja, glaube ich, nicht einmal in der Akademie, oder? Der war schon in der Akademie, aber der ist ein paar Jahre älter wie ich. Okay. Das ist sich nicht ganz ausgegangen. Und noch eine Frage zu deinem Spielstil. Bei den Rapid 2 hast du öfters am Flügel gespielt. Fühlst du dich eigentlich im Zentrum am wohlsten oder ist es gleich, passt beides? Also ich habe eigentlich meine ganze Karriere eigentlich eher im Zentrum gespielt. Deswegen fühle ich mich natürlich im Zentrum wohl, aber ich spiele da, wo mich der Trainer aufstellt und probiere bestmögliche Leistung abzurufen. Dankeschön. Wunderbar. Dann, Bernie, danke. Wir verlassen die Räumlichkeit.